im Februar gehe ich auf ein Justin Bieber Konzert und im Mai zu Harry Styles. Also mein Name ist Max Mortost, ich sitze im Ausschuss für Finanzen und Digitales und das ist mein Bretterporträt. Mein Tag startet heute bei einem KI-Startup. Es ist sehr wichtig, sich über die Unternehmen, über die man am Ende finanziell mitentscheidet, im Ausschuss zu informieren. Wir besprechen mal, was die so getrieben haben in den letzten Jahren, wo es noch hakt und was wir politisch tun können, damit die Startup-Kultur in Deutschland gestärkt wird. Ja, der digitale Austausch mit Unternehmen ist mir wahnsinnig wichtig. Wir müssen nämlich darüber reden, was machen wir eigentlich mit den Regularien, die wir als Politik machen und wie kommt das bei den Unternehmen vor Ort an. Ich bin jetzt 26 Jahre alt und der Eindruck, der vielleicht durch Wikipedia entstanden ist, dass ich sehr, sehr schnell im Bundestag gekommen bin, den kann ich bestätigen. Ich habe ehrlicherweise erwartet, dass ich weniger durchsetzen kann, als ich jetzt wirklich erreichen konnte. Also ich meine, im Finanzausschuss haben wir fast ausschließlich mit allen aktuellen Themen, gerade bei der Energiekrise, der Inflation, zu tun. Und da konnte man wirklich noch eine ganze Menge drehen, verändern im Prozess. Das hat mich wirklich positiv überrascht und beeindruckt. Ich trage mich in die Anwesenheitsliste ein, das kostet sonst nämlich Geld. Wie viel? 200 Euro pro Tag, den man fehlt, glaube ich. Und pro namentliche, die man fehlt, 100 Euro. Da seht ihr meine Heimat, das ist Schleswig-Holstein. Da ist Kiel. Ja, das sind unsere Großstädte, ne? So ein bisschen über 200.000 Einwohner. Die sind eher sozialdemokratisch, würde ich sagen. Mein Vater war lange in der Kommunalpolitik aktiv. Es gibt ja oft so Eltern, die einen quasi zur Partei hin erziehen. Meine waren da ziemlich liberal, die haben das nie so, das sind jetzt auch nicht die politischsten Menschen der Welt, zumindest nicht bewusst. Hätten jetzt auch nicht gedacht, dass ich es so schnell in den Bundestag schaffe. Also bis zum letzten Moment, bis es dann auf der Seite des Landeswahlleiters stand, haben sie es mir nicht geglaubt, also dass das wirklich was werden könnte. Nun begrüße ich für seine erste Parlamentsrede den Kollegen Maximilian Mortost, FDP-Fraktion. Ich werbe auch immer wieder dafür, ich merke das. Gestern habe ich eine Rede über das Steuerverfahrensrecht gehalten. War auch nicht so voll das Plenum, aber das ist wahnsinnig wichtig. Und Finanzen ist gerade für junge Menschen wahnsinnig wichtig. Da geht es am Ende um das Geld, das entweder eingenommen oder ausgegeben wird. Und deswegen, damit ihr in Zukunft einen Job findet, damit ihr vielleicht auch nicht so viele Steuern zahlt, damit ihr nicht zu viele Schulden abbezahlen müsst, das ist alles relevant in den Bereichen Finanzen und Haushalt. Twitter ist natürlich das, wo man sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ich sehe darin eine Chance, meine Themen zu platzieren. Ich erzeuge Öffentlichkeit für Themen, ich möchte klare Punkte setzen, um den Liberalismus in Deutschland stark zu machen. Und das ist deswegen manchmal vielleicht auch ein bisschen kontroverser und es zeigt auch mal den Leuten, okay, da hat die FDP eine klare Position, aber wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir nicht unsere klaren Positionen auch nennen und den Leuten auch so gut wir es können vermitteln. Konrad, Vorsicht! Hallo. Kamera. Muss ich aber erstmal die loswerden. Moin.